um diesen wunderschönen Pokal. Über die Wippe. Alles gut? Ja. Fuck. Jo Leute, was geht? Ich habe euch ja damals eine 20K-Challenge gegeben, wo ich über das Auto von meinem Kumpel drüber geflippt bin. Und ich habe ja immer noch keine 30K-Challenge gemacht. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, wir filmen mal ein Hindernis-Parcours-Video. Scotty Kramer, der BMX-YouTuber, hat das Ganze ja ziemlich bekannt gemacht. Und ich habe hier um den Spot drumherum einen ziemlich krassen Hindernisparcours aufgebaut. Es sind noch drei weitere Fahrer da, stelle ich euch gleich vor. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Hindernisparcours, den es heute zu bewältigen gibt. Es wird echt krass, ich habe euch einige Dinger eingebaut. Hier oben am Starttrop für die Laien ist, wie man unschwer erkennen kann, der Start. Dann geht es hier vor den Trop runter, um die Kurve. Und in der Kurve muss man ordentlich in die Eisen gehen, weil man dann unten beim Boner Lock rechts rausspringen muss, um den weiteren Streckenverlauf zu folgen. Wir gehen mal dorthin und ich zeige euch das Ganze mal. Über die Mülltonne, dann geht es hier weiter, über die unglaubliche Huckelpiste, zu diesem Absprung über unsere Olga. Wenn man hier über die Olga und über die Reifen gesprungen ist, muss man hier in der Markierung bleiben. Wer aus der Markierung rauskommt, ist disqualifiziert. Außerdem, wer auf dem ganzen Kurs den Fuß absetzt, ist genauso disqualifiziert und muss von vorne anfangen. Dann geht es weiter zu der Wippe. Die ganze ist hier auf so einem Mülleimer, auf so einer Mülltonne platziert. Also ist ganz schön wabbelig und die hat auch ein Loch. Also fetten Böhm. Fette Burnout. Ich glaube, ich habe das Video noch, wie es die zerkracht. Das füge ich hier mal ein. Dann geht es hier über das Obstacle, was ihr ja schon aus dem Video von Marc Diekmann und mir kennt. Das habe ich gleich mal mit beibehalten und das hier eingefügt. Es geht über diese Bank, auf die. Und dann muss man von hier einen Bunnyhop ins Flat machen. Und darf dabei den Reifen nicht berühren, also man muss drüber springen. Dann, weil der Kurs ja so lang ist, kriegt man ja höchstwahrscheinlich ziemlich Durst. Und deswegen muss man hier abstoppen und darf aber den Fuß nicht absetzen, muss auf seinem Fahrrad balancieren, muss hier das halbe Glas Wasser ächzen oder das volle Glas Wasser ächzen. Wenn man das gemacht hat, kann man es wegschmeißen. Dann geht es weiter in einer Schlängellinie durch die Pylonen ab auf das High-Jump-Ding, über die Rampe, über diesen Holzpfahl springen. Wenn der Ganze runterfällt, ist man disqualifiziert, also man muss es drüber schaffen. Und dann muss man ordentlich Speed nehmen, um da hinten den Mini-Flip-Kicker zu hitten. Wir gehen mal wieder nach oben, ich stelle euch die Fahrer vor und dann erkläre ich noch die zwei, drei restlichen Regeln und dann legen wir los. Mit mir haben wir hier vier Fahrer. Einmal den unglaublichen Robert, Filmer und Fotograf und talentierter Fahrradfahrer von der Dirtwies Local, Max MTB, und wir haben den unglaublichen Kairen auf dem wunderschönen rosa Fahrrad. Und ich glaube, die drei Jungs wollen auf jeden Fall den Kurs bezwingen. Es gibt ja noch einen vierten Fahrer. Hast du noch ein paar nette Worte, Max? Ja, das ist Lukas, YouTube-Star, und mal gucken, ob er den Kurs schafft. Wir gehen jetzt in Startposition. Noch ein was, bevor wir anfangen. Es geht heute um diesen wunderschönen Pokal, damit der Sieger nicht leer ausgeht. Und wer auch immer diesen Pokal gewinnt und den Hindernisparcours als erster bezwingt, der ist Chef von der Dirtwies. Und das ist aber ein Wanderpokal, also ist es nicht das letzte Mal, dass wir Hindernisparcours spielen. Und der Sieger des heutigen Tages muss natürlich irgendwann den Titel verteidigen. Schnick, Schnack, Schluck, Bäm, Bäm, Max und ich. Wir müssen dann nochmal. Jetzt ja. Weg, okay. Du bist ein Schlauer. Robert, ja, Robert fängt an, also hat jetzt die Chance, das Ding in der ersten Runde dicht zu machen, danach Max. Und dann müssen wir noch machen, wer als nächstes. Fuck.
Kai-Rennen und dann ich als Letzter. Ich habe vorhin, wo die alle noch in der Schule oder auf Arbeit waren, den Kurs aufgebaut. Also Robert ist jetzt der Erste, der hier praktisch den Kurs testet, ob der denn funktioniert. Hoffentlich fällt er hin, ich will gewinnen. Was ich gerade noch vergessen habe zu erzählen, der Kurs ist nur abgeschlossen, wenn jeder hinten über diesen Mini-Kicker irgendeinen Trick macht. Ein One-Hand, einen Barspin oder einen Tailwhip macht oder was auch immer. Aber hier muss man auch wieder keinen Fuß absetzen. Also der Kurs ist nur komplett, wenn hinten Trick gemacht wird und alles sauber gelandet ist. Robert steht jetzt als Erster bereit. Bist du ready? Yo! Send it! Muss jetzt voll in die Eisen gehen. Und ja. Raus! Dö. Max ist dran. Also man hat gesehen, man muss da eher cutten. Ja, vielen. Max, was sagst du? Kommst du weiter? Ja, safe, Alter. Ja, mal gucken. Ich dachte, du hast das schon jetzt in den Ofen hier reinspielt. Max, bist du ready? Ja. Get it! Voll in die Eisen. Mal gucken, ob er die Tonne schafft. Safe. Ja. Gibt's über die Reifen? Ja. Jo. Scheiße. Junge. Nächster Fahrer, los! Max, was sagst du deiner Verteidigung? Hat dich die Olga zu sehr angelächelt? Jawohl. Keine Zeit zu treten. Kai-Rennen, Starter Nummer 3. 3, 2, 1, let's go! Mal hier ein bisschen aus der Schussbahn. Alter! Alter, ich hab mir gedacht, wann bremst dann mal. Jetzt mein Turn. Mal gucken, wie weit ich komme. Geht los. Jo. Alter, das ist so beschissen. Kommt wieder Wasser rein. Und wir haben es alle nicht geschafft im ersten Versuch. Ich habe mich echt sicher gefühlt, aber ist halt doch nicht so einfach. Second first try. Robert. Was geht denn ab, Alter? Selber Fehler. Nein. Ich glaube, wir müssen mal deine Bremse wechseln. Ja, guck hier, ist nicht viel Platz, Leute. Er kommt. Yo, diesmal easy. Über die Wippe. Oh! Drop the foot. Aber. Fuck. Am zweitweitesten bis jetzt. Nice. Dropping in. Hier ist es für uns schlecht. Jetzt geschafft. Oh. Aber Fuß unten. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man muss echt die ganze Kurve voll in die Bremse steigen. Und dann musst du hier echt weit unten rausspringen. Und musst das Ganze ziemlich schneiden. Und musst hier 90 Grad um die Kurve. Man muss sagen, das ist nicht unsere Seite. Nur Lukas seine Seite, ne? Und er hat einen Kurs gebaut. Mimi. Zweiter Versuch. Bin ja am Wasserglas gescheitert, aber ich weiß ja jetzt, was mein Fehler war. Deswegen. Gewonnen! Das Ding! Das jubelt gar keiner. Ja! Also die behindertste Stelle ist echt das mit dem Wasserglas. Oh! Ich habe mich fast komplett verschluckt. Und dann gerade so über das Höhending den Pokal nach Hause geholt. Oh.
Juhu! Aber jetzt entscheiden wir noch, wer denn aufs Podium gelangt, wer Zweiter und Dritter wird. Ist Robert wieder an der Reihe, dann Kairin und dann Max. Und dann werden wir mal sehen, wie die Jungs das hier unter sich ausmachen. Was hast denn du da gemacht? Wir haben es den Robert ein bisschen schwerer gemacht. Nee, wir spielen jetzt hier mit dem Hund. Gucken wir es mal durch. Robert, jetzt voll rein, ne? Jo! Voll durch die Eis gehen. Los! Oh. Ja, jawohl. Na! Oh. Ja! Fuck! Alter! Alles gut? Ja. Fuck! Alter, das ist dein Lenker. Ja. Zeig mal. Alter, Full Send. Max will nachziehen. Easy. Über die Wippe. Jetzt kommt der Tisch. Wasser. Ah, clever. Fährt hier eine Kurve. Wir haben ja nicht gesagt, dass es verboten ist. Der kann jetzt, Mann, den Sack, ist ja alles rutschig, der kann jetzt den Sack zumachen. Durch die Pylonen und dann High Jump. Shit! Fast! Alter, schon komplett nass, ey. Weiter als der Robert auf jeden Fall. Vor allem. Aber es war nicht viel, es war so ein Stück. Mein Griff ist einfach komplett nass. Kairin will natürlich auch den Sack zumachen. Bremst auch mehr, bremst auch mehr. Shit. Fuß war unten. Jungs, was sagt ihr? Macht das nochmal, um das Ganze auszuschnicken? Wie wollen wir uns machen? Ja, lass die entscheidende Runde jetzt mal. Wir machen jetzt, genau, wir machen jetzt einfach die entscheidende Runde. Wer es denn am weitesten schafft. Die vorher erzielten Ergebnisse zählen jetzt aber nicht mehr. Das ist jetzt praktisch wie ein Superfinal und alles wird genullt. Also es kommt jetzt in der Runde drauf an, wer am weitesten kommt. Dann hat gesagt, der will gleich nochmal, weil er jetzt so gut drin ist. Final Run. Final Run. In die Eisen. Ja. Easy. Schaffst du. Über die Wippe. Jetzt bremsen. Du kannst auch Kurve fahren mit dem Wasser. Jawohl. Oh, man hört Max schon schreien, der hat Angst. Trinkt dir schön genüsslich sein Wasser. Geiler Typ. Ah, du musst durch die Pylonen, ne? Nicht vergessen. Jetzt High Jump. Nee. Fahr ruhig, wenn du springen willst, mach. Bab und Kurs nicht ganz completed. Weil hier der Highjump nicht geschafft wurde, aber er hat jetzt ein Ergebnis vorgelegt und wenn die anderen zwei es nicht bis hierher schaffen, dann ist Kairin Zweiter und er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er den Hinderniskurs doch, wenn auch nur fast, bezwingen kann. Yes! Final Call für Robert, der sich ordentlich den Lenker in die Seite reingehauen hat. Also er fährt auf jeden Fall mit Schmerzen, hat er gesagt, aber Daumen nach oben. Richtig geil. Probiert's nochmal, kommt um die Kurve. Jawohl. Jetzt gibt er Gas. Über das Teil drüber, da ist schief gelaufen das letzte Mal. Jetzt schafft er's. Über die Wippe. Oh. Über die Bank. Oh. Ah, Mann. Oh. Robert gewinnt auf jeden Fall den Titel für die besten Bales. Deine Faust abholen. Dass du es nochmal probiert hast mit der Wunde. Zeig nochmal. Wow, Lenkerabdruck. Olga ist auch ready für den letzten Sprung des Tages. Bist du bereit, deinen zweiten Platz zu verteidigen? Er kommt. Über die Barrel. Über die Reifen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Die Wippe. Easy.
Ja! Super gelöst. Er hat ja einen Vollhelm auf, deswegen ist das Trinken ziemlich beschissen. Aber kann sich so viel Zeit lassen, wie er will. Becher ist weg. Alter, jetzt ohne nasse Hände. Durch die Pylone und dann High Jump. Ja, fahr weiter. Und Tire Crap. Sieht man's? Max ist an genau denselben Hindernis gescheitert wie Kairin. Dafür müssen wir uns jetzt irgendeine Lösung einfallen lassen. Also auf jeden Fall erstmal Props. Robert ist raus, ich und Kairin machen noch einen Run. So, Lukas ist gerade mit Motorradfahren beschäftigt. Also machen wir das jetzt alleine weiter, oder? Ready? Ich bin ready. Sieht top aus bis hier. Alles gut? Leider nicht, nee. Alles gut. Trotzdem gut. Aber ich muss ja auch noch fahren. Kairin ist ja hier gescheitert mit einem geilen Nosebonk. Wenn Max weiterkommt als hier, dann ist Max Zweiter. Stand it! Oh, Max hat den zweiten Platz sicher, aber ich weiß, der will auf jeden Fall nur durchfahren. Oh, der Fuß war unten. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Läuft. Und auf dem Platz Nummer 1, am coolsten über der Dreckhügel hier sprung, Lukas MTB-Knopf, ja! Applaus! Ich werde mein Bestes geben, diesen Wanderpokal beim nächsten Hindernisparcours erfolgreich zu verteidigen und werde mir den bunten Umberto nicht abluchsen lassen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. War auf jeden Fall mal eine Abwechslung, nicht immer nur den ganzen Tag hier Tricks zu ballern. Also es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, weil ich muss ja meinen Wanderpokal verteidigen, sozusagen, habe ich ja angekündigt. Also, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wer den Channel noch nicht abonniert habt, abonniert den Channel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die 30K-Challenge hat euch gefallen. Haut rein!